So, wir werfen einen kurzen Blick auf Filters. Das ist eine Anwendung, die wir Leuten empfehlen, die mehr Fotofilter benutzen wollen, als in der Standard-Applikation vom iPhone, in der Standard-Kamera-Applikation enthalten sind, beziehungsweise auch mehr als Googles hervorragende Snapseed-Anwendung anbietet. Und wir wollen hier nur mal einen kleinen Blick in die Benutzung der Applikation werfen, einfach um da mal einen Überblick zu geben. Das Bild hier mit den Blumen ist von den Herstellern, ist quasi so ein Demo-Foto, was da drin ist. Ich habe jetzt kein eigenes ausgewählt. Ich wollte nur mal den Aufbau der Anwendung demonstrieren. Hier unten sind so Menüelemente verschiedene. Das Blaue, das ich jetzt auf habe, das zeigt die unterschiedlichen Filterkategorien. Da kann ich mit dem Finger raufgehen und kann mir anzeigen lassen, welche ich hier gerade ausgewählt habe. Die dramatischen Filter, die warmen, die monochromatischen. Und ich nehme jetzt hier mal die Vintage-Filter und die Sache sieht dann einfach wie folgt aus. Man hat untereinander alle Filter, die die Applikation anbietet und kann sich hier durchscrollen, so lange, bis man den gefunden hat, den man gerne hätte. Und da hat man ja unglaublich viele. Also allein in der Kategorie hier sind es locker über, ich kann mich ja mal ein bisschen runterscrollen, über 200 drinne. Und dann kann man sagen, alles klar, die Nummer 152, die gefällt mir richtig gut, das ist der Effekt, den ich gerne haben wollte. Hat jetzt hier noch die Möglichkeit, die Intensität des Filters anzupassen und zu sagen, nee, ein bisschen weniger kann es schon sein, ganz so gesättigt braucht der Filter nicht sein. Kann sich die Geschichte hier oben als Favorit markieren, damit man beim nächsten Mal sich nicht wieder durch die ganze Liste scrollen muss bis zur Nummer 152 und wendet den dann hier an. Den Filter habe ich angewendet, ich könnte das Bild jetzt speichern bzw. direkt teilen, weitergeben an per E-Mail oder per Nachricht. Kann aber hier die zusätzlichen Effekte, die ich habe, nämlich einmal hier unten, so Overlays, da gibt es dann so Light-Leak-Effekte, zack. Können wir uns hier auch wieder durchscrollen. Die kann ich noch zusätzlich anwenden, kann mir hier auch wieder die Intensität aussuchen, wie doll die ganze Geschichte sein soll. Ich mache da mal nur ein kleines bisschen. Und auch, huch, Entschuldigung, auch hier bei den zusätzlichen Effekten, wo ich dann meinetwegen noch die Helligkeit oder den Kontrast einstellen kann, kann ich auch sagen, alles klar, das will ich jetzt noch als dritten Layer oben drüber haben und hier die Farbtemperatur noch ein bisschen wärmer ziehen, auch die ganze Sache wieder bestätigen und habe jetzt mein fertiges Bild. Das war nur mal ein kurzer Blick auf die Filters-Applikation, weil es so viel Müll gibt, so viel In-App-Kauf-Anwendungen und Filter-Applikationen mit einem Abo drin und so weiter, wo ich mir immer denke, Mann, hier gibt es eine App, die kostet irgendwie 2 Euro und da sind 500 Filter drin. Wer jetzt unbedingt seine Bilder, bevor die irgendwo hochgeladen werden, noch mit einer anderen Farbe versehen will, der soll das hier drin machen und sich dann nicht durch den ganzen App-Store-Müll durchkämpfen müssen. Das war's. Vielen Dank.